Dann trat ein Einsiedler vor, der einmal im Jahre in die Stadt kam und sprach, rede uns von der Lust. Und er antwortete also, Lust ist ein Lied der Freiheit, doch sie ist keine Freiheit. Sie ist die Blütezeit eurer Begehren, doch sie ist nicht deren Frucht. Sie ist eine Tiefe, die eine Höhe anruft, doch sie ist weder tief noch hoch. Sie ist das im Käfig Gefangene, das hinausfliegt, doch das Raumumfassende ist sie nicht. Wahrlich, ich sage euch, Lust ist ein Lied der Freiheit. Und ich möchte es euch gerne singen hören aus vollem Herzen, doch möchte ich nicht, dass ihr beim Singen euer Herz verlöret. Einige unter euren Jünglingen suchen die Lust, als sei sie alles, und sie werden darob verurteilt und getadelt. Ich würde sie nicht verurteilen noch tadeln, ich würde sie suchen lassen. Denn sie werden die Lust finden, doch nicht sie allein. Sieben an der Zahl sind ihre Schwestern, und die geringste von ihnen ist schöner als Lust. Habt ihr nicht von dem Manne vernommen, der in dem Erdboden nach Wurzeln grub und dabei einen Schatz entdeckte? Und etliche der Ältesten unter euch entsinnen sich ihrer Freuden mit Bedauern, als seien sie Unrecht begangen in der Trunkenheit. Doch Bedauern ist ein Umwölken des Geistes und nicht dessen Züchtigung. Sie täten besser daran, sich ihrer Freuden zu entsinnen mit Dankbarkeit, wie sie es nach der Ernte eines Sommers zu tun pflegen. Doch ist ihnen ihr Bedauern ein Trost, so sollen sie damit getröstet werden. Und es gibt derer unter euch, die weder jung genug sind, um zu suchen, noch alt genug, um sich zu erinnern. Und in ihrer Angst vor dem Suchen und Erinnern meiden sie alle Freuden, auf dass sie nicht ihren Geist vernachlässigen, noch sich daran versündigen. Doch selbst in ihrem Verzicht liegt eine Wollust. Und so finden auch sie einen Schatz, wenn sie auch mit bebenden Händen nach Wurzeln graben. Doch saget mir, wer vermöchte es, sich am Geiste zu vergehen? Wird die Nachtigall die Stille der Nacht verletzen? Oder der Leuchtkäfer das Licht der Sterne? Und wird eure Flamme oder eure Rauchwolke den Wind belästigen? Glaubt ihr, der Geist sei ein stiller Pfuhl, den ihr mit einem Stecken trüben könntet? Indem ihr euch eine Lust versaget, verlagert ihr oft nur das Verlangen danach in die dunklen Winkel eures Wesens. Wer weiß, was heute unterlassen scheint, wartet vielleicht auf morgen. Selbst euer Leib kennt sein Erbe und was ihm rechtmäßig Not tut, und er will nicht darum betrogen werden. Und euer Leib ist die Harfe eurer Seele. Und es steht bei euch, daraus süße Laute zu locken oder nur verworrenes Geräusch. Und nun fraget ihr in eurem Herzen, wie sollen wir unterscheiden, was in der Lust gut ist, von dem, was nicht gut ist? Geht auf eure Felder und in eure Gärten, und ihr werdet erkennen, dass es die Lust der Biene ist, den Honig der Blume zu sammeln. Doch es ist auch die Lust der Blume, ihren Honig der Biene zu gewähren. Denn der Biene ist die Blume ein Quell des Lebens. Und der Blume ist die Biene eine Botin der Liebe. Und für beide, Biene und Blume, ist das Geben und Empfangen der Lust eine Not und Verzückung. Leute von Orphalese, seid in der Lust den Blumen und Bienen gleich.